Ja, Leute, da bin ich wieder. Und ich kann endlich wieder speichern. Also, ihr fragt euch jetzt vielleicht, wieso. Ich war ja in Angel Pine stehen geblieben. Und habt ihr ja eventuell noch beim letzten Part mitbekommen, oder? Oder was beim letzten? Ich weiß gar nicht. Ne, ich habe das, glaube ich, noch gar nicht hochgeladen. Werdet ihr auf jeden Fall dann schon mal gesehen haben. Da hat mich noch so ein Typ angerufen, also, nein. Caesar hat mich angerufen und meinte, ja, hier such mal den und den und der hat Geld und so. Und dann hat man automatisch eine Mission offen. Und dann ist hier irgendwie so ein Kurier, der... Weiß ich nicht, warte, ich mach mal auf Z, da sieht man das Ganze. Ah, naja, hat man keine Maus. Der fängt hier irgendwie an, fährt hier mal so ein bisschen durch die Gegend und mal hier und dann da und dann über die Autobahn kommt er hier nochmal vorbei und der fährt wirklich durch ganz San Andreas und meint da irgendwie sich rammen lassen zu müssen, weil man dann irgendwie Geld bekommt und lässt dann da 2 GTA-Tage hier warten, weil man da dann nicht speichern kann. So ein Scheiß. Kann man auch nicht abbrechen. Zumindest konnte ich das beim ersten Mal noch nicht. Na egal. Okay, ich würde sagen, wir... Nein, 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 nein. Wir machen nicht die nächste Mission, sondern wir fahren mal zur Fahrschule. Und ihr seht schon, Exhibit war bei mir, der hat sich mal ein bisschen hier an der Garage gemacht und ein bisschen aufgepimpt, ja. Ja, der hat mich angerufen und wollte mal nachgucken, wie es mir so geht und so. Naja, gut. Nein, ist natürlich nur Scherz. So, wir fahren einfach mal zur Fahrschule. Oh, scheiße. Fuck, ich weiß gar nicht, ob man es hört. Der Ventilator war noch an. Ich hoffe nicht. Na egal. Wird schon nicht so schlimm sein. Und hier ist nämlich auch schon die Fahrschule. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Unten steht auch schon wieder Fahrschule mit Autos. Monster. Slam Van. Winster. Winster. Felser und Hustler und so weiter. Und da sieht man an dem blauen Pfeil, da ist eine Freundin für uns. Die könnten wir bekommen. Nein, wir müssen mehr essen. Dann könnten wir die bekommen. Aber wir wollen die sowieso gar nicht. Back to Welcome school. to the Advanced Driving School. To pass, you must score bronze or higher in all 12 tests. To view a demonstration of each test, please use the TV over there. Passing a test will unlock the next test in the training program. You can come back and check your scores or take new tests at any time. Okay. Klar und deutlich, würde ich sagen. Wir können jetzt auf diesem Fernseher. Also, die schönsten Geräte, die es gibt, haben sie hier. Können wir jetzt die Fahrschule machen? Zwar nicht so die Fahrschule, wie man sie in echt kennt, sondern so ein bisschen GTA-Fahrschulmäßig, denke ich. Kann man sich irgendwie vorstellen, wie das aussieht und wenn man jetzt schon die erste Mission dabei sieht. Naja, der 360er erreiche 70% oder mehr, um zu bestehen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ah, da, ach, scheiße, da ist immer Radio an. Warte, ich mach mal. Weil da wird das Radio immer wieder anfangen. Ich mach mal Radio ganz aus. Hört man da noch was? Nein, gut. Also, wir sind jetzt hier. Halte W und S gedrückt, um zu beginnen. So, wir haben es ja schon in der Vorschau gesehen. Wir geben jetzt Gas und bremsen gleichzeitig. Und dann drehen wir jetzt uns zum Beispiel nach rechts. Soweit so gut. Und müssen dann wieder hier stoppen. So, Endrichtung 50%, Endposition 100% und so weiter. Gesamtergebnis 87%. Wir haben Silber bekommen. Okay. Da können wir jetzt auch noch Gold bekommen bei 100%, also nicht weniger, nicht mehr. 100% ist Gold. Und wenn man jetzt bei jeder Mission, wir haben ja schon gesehen oder gehört, es gibt 12 Tests, die wir bestehen müssen. Wenn wir da alle Bronze haben, dann steht draußen irgend so ein Wagen, ich weiß gar nicht, ich glaube Super GT oder so heißt er, steht draußen immer vor der Fahrschule so ein Sportwagen. Bei Silber steht auch wieder so ein anderer Sportwagen und bei Gold steht dann anderer Wagen, den es nur auf diese Weise gibt. Und das ist auch wichtig für 100%. Man muss nicht alles Gold haben, man muss nur alles Bronze haben. Mindestens. Und das ist doch schon mal ganz gut. So, der 180er können wir uns jetzt schon mal in der Vorschau ansehen.
müssen wir einfach so eine Drehung machen. Und ja, sieht eigentlich einfach aus, aber ich finde, so einfach ist es gar nicht. Wo mache ich denn Handbremse? Da, okay. Also 100% dabei zu bekommen ist ziemlich schwer. Wegen der Endrichtung und Endposition und alles. Ah, okay. Dreck geschafft. Komischerweise. Na gut. Ich will ja sowieso gar nicht überall Gold bekommen, sondern mindestens Dingens. Bronze. Welcher Kurs? Links. Okay. Oh fuck, oh fuck. So, schon wieder. Silber. Und jetzt, ich glaube, das ist der vierte Reifenplatzer. Oh, das ist ziemlich schwer, da Gold zu bekommen. Jetzt bekomme ich direkt wieder Gold, nein, aber. Ja, es ist wirklich schwer. Normalerweise Bronze. Naja, gut. Immer wenn man Gold bekommt, dann hat man schon gesehen, da kriegen wir bessere Fahrskills. Oder Fahrerskills. Und das ist nicht schlecht eigentlich. Da kriegt man ziemlich schnell Fahrerskills bei. Oh Mann. Ich muss das irgendwie so machen. Oh fuck. Nein, fuck. So, ich muss mich irgendwie die Maus dabei noch bewegen, sonst kann ich nichts erkennen und alles. So, wir haben jetzt keine Zeitangabe, sondern oder keine Vorgabe, sondern wir müssen es einfach mal, wir fahren einfach und gucken dann, ob das irgendwie mit der Zeit hinhaut. Ist jetzt nicht so, dass wir die 5 Runden hier irgendwie in 40 Sekunden schaffen müssten oder so. Das sehen wir noch nicht. Oh, komm. Oh fuck, gar nichts. Wir haben schon gerade ganz kurz gesehen, ich habe ja einen so ein Hütchen umgefahren und das hat direkt minus 20% gebracht. Also wenn man ein so ein Ding umfährt, dann kann man eigentlich direkt schon mal wieder von vorne anfangen. Denn das gibt ordentlich Abzug. Und es ist nur wichtig zu sagen, bei der Fahrschule darf man allgemein nicht bremsen. Also das heißt, wenn ich jetzt bremsen würde, dann wird die Mission automatisch fehlgeschlagen sein. Beziehungsweise dieser Test. Man würde sagen, wird da stehen, ja, nee, 0% oder was weiß ich. Oder 2% oder keine Ahnung. Ah, Bronze, gut. Immerhin. Pylonenslalom. Ah, okay. Na, das wird wohl noch irgendwie gehen. Es gibt ja auch, wie gesagt, noch mehr Fahrschulen und ich werde versuchen, bei allen irgendwie Bronze zu bekommen und euch alle zu zeigen und sowas eben. Nur bei einer Fahrschule, da muss ich überall Gold bekommen. Ist für mich persönlich ist es wichtig. So, der 90er. Oh Gott. Nichts für Frauen. Nein, ist ja nicht rückwärts einparken. Nein, 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 nein. Das habe ich nie gesagt. Nein. Ja, das war brillant. Oh fuck. Super. Aber jetzt komm. Oh fuck. Ah Mann, noch 1%. Da hätten wir Bronze wenigstens. Oh Mann. Das Blöde ist, man kann ja nicht bremsen und so. Man kann da jetzt nicht ordentlich reinfahren. Ah, 81, na gut. Wheelie Slalom, oh Gott. Auch ziemlich scheiße für 100%. Und wir sehen schon, es ist eigentlich keine richtige Fahrschule, sondern so eine Art Stuntschule oder so. Also für 100% ist es auf jeden Fall schwer wegen dem Schaden. Ja, Schaden 0%, komischerweise. Naja, die Schleuderwände. Ja, die habe ich stumpferweise beim ersten Mal mit 100% gemacht. Als ich das zum ersten Mal gespielt habe und auch das zum ersten Mal gemacht hatte, sofort 100% komischerweise. Danach irgendwie nie wieder. Oh fuck. Seht das? Zum Scheiß. Naja, egal. Na gut, immer ein Silber. Abdrängmanöver. Oh, das check ich so übelst nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was man da irgendwie machen soll. Was da das Ziel ist. Egal. Er hat das gerade so gemacht, aber irgendwie ist das falsch. Ich check's irgendwie nicht und der Text, der bringt mich auch kein bisschen weiter irgendwie.
Ah, okay, vor der Ziellinie soll man das machen. Schaden 3%, ja super. Was soll man machen? Okay. Ali Hop oder Alice Hop oder so. Also, das ist auch ziemlich blöd für 100%. Auf jeden Fall. Das ist ziemlich scheiße.